Die Grundidee ist ja, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Ausbildung zusammenzubringen und auch sozusagen abzubauen Barrieren, die es dort gibt, von der einen oder anderen Seite gegen das sogenannte Neue, nämlich die Business, E-Commerce und sonst was alles. Aber wir erwarten nicht nur, dass sie sich besser verstehen und gegenseitige Abneigungen oder Missverständnisse abbauen. Es geht auch darum zu erkennen, wo sind die wirklichen Grenzen. Also nicht jetzt wieder so loslaufen wie mit der New Technology, um wieder dann irgendwo eine nippende Pleite hinzulegen, sondern auch jetzt mal ein bisschen fundierter voranzugehen. Wir haben ja einen Campus in Kiel an der Universität, haben hier diese Media-Jobs, wo wir im Prinzip das gleiche, aber mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen machen. Hier geht es ja um die Verbindung von Kunst und Kultur. In Kiel geht es mehr um diese Management-Fragen, also direkt so anwendungsbezogene Sachen. Was wir damit zeigen können und konnten, ist, Schleswig-Holstein ist wieder mal da, wo es vorne ist. Und gerade wurde ja im letzten Beitrag auf RISI hingewiesen. Damals waren wir mit dabei und sind ausgezeichnet worden, weil wir uns so schnell angepasst haben an die Anforderungen, die EU da gestellt hat. In Lübeck sein zu dürfen, ist doch mindestens genauso schön wie in ganz Schleswig-Holstein oder in Kiel sein zu dürfen. Und tatsächlich glaube ich, dass diese neuen Medien, die da heute auch vorgestellt worden sind, die uns raumunabhängiger, zeitunabhängiger machen und ihnen die Möglichkeit sagen, ich entscheide mich da und dahin zu ziehen, wo ich es schön finde. Ich muss nicht da sein, wo sozusagen die großen Zentren sind, sondern ich kann es mir aussuchen. Nicht in einer Kaufmannschaft Lübeck, die seit Jahrhunderten Handel und Wandel betrieben haben und immer gewusst haben, was gut ist in der Tradition, aber was aufgegeben werden muss, um das Neue zu bekommen.